Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Auch im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Allerdings Vintage Edition. Das heißt, es gibt nur One of One. Ihr müsst dementsprechend schnell sein, weil sowas könnte relativ der ein oder andere euch vor der Nase wegschnappen. Und ich finde die Sachen sehr genial, also wirklich sehr schöne Sachen gefunden. Ich habe mir echt Mühe gegeben, habe viel geguckt, habe auf den deutschen Shops jetzt nicht allzu viel gefunden, aber es sind 10 Sachen gefunden und dementsprechend will ich gar nicht lange drum herum reden und wir schauen uns die Sachen einfach mal an. So Leute, fangen wir an mit Piece Nummer 1. Piece Nummer 1 habe ich bei Etsy gefunden und ich habe heute wirklich viel bei Etsy gefunden. Ich muss sagen, das ist für mich persönlich aktuell auch so die interessanteste Seite, wenn es um Vintage-Sachen geht. Aber man muss, wie gesagt, wie ich meinem Favorite Vintage-Shop-Video schon gesagt habe, achtet darauf, wo die ganzen Sachen herkommen und wie der Versand aussieht. Ja, es geht jetzt nicht nur um die Zeit, sondern auch um die Kosten. Ich habe als allererstes Piece gefunden, eine richtig, richtig schöne Vintage Dickies Workwear Hose. Also ähnlich zu den Card Workwear Hosen. Card Workwear Hosen könnt ihr im Moment wirklich vergessen, sind alle ausverkauft. Obwohl ich gleich noch eine am Start habe. Ich habe nämlich eine schöne gefunden. Card Workwear Hosen, ihr sucht euch einen Ast ab und ihr findet eigentlich so gut wie nichts. Und wenn, dann in einer Größe, die überhaupt nicht normal ist. Muss man schon sehr, sehr groß oder sehr, sehr breit oder sehr, sehr dünn sein. Dann vielleicht noch, aber die normalen Größen 32, 30 etc. 34 findet ihr so gut wie gar nichts mehr. Dementsprechend habe ich diese Hose gefunden, eine Vintage Dickies Workwear Hose und ich finde es nice, weil sie, wie ihr seht, ist wirklich mit gearbeitet worden, hat so ein bisschen Farbkleckser drauf, sie sieht schön verwaschen aus, hat einen schönen Fit etc. Sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Kostet 57 Euro und kommt aus Übersee, aus Malaysia zwar, aber trotzdem habt ihr bei Etsy immer Verkäuferschutz, also Käuferschutz, dementsprechend würde ich schon das Ganze easy an euch anvertrauen. Das könnt ihr auf jeden Fall bestellen und finde ich sehr, sehr nice, sieht sehr cool aus und wird dann je nach Lieferzeit auch ein paar Tage dauern, aber ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir extrem gut, wie ihr seht hier, wie die aussieht etc., wirklich sehr nice, hat auf jeden Fall einen richtig schönen Vintage-Flair, richtig schönen Used-Look. Ja, sehr cool. So, kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist ein Vintage Harley Davidson T-Shirt in der Größe XL. Ich muss dazu sagen, in der Sekunde, wo ihr das Ganze seht, ist dieses T-Shirt schon nicht mehr da, weil ich das T-Shirt nämlich jetzt kaufen werde und das könnt ihr am Ende des Videos auch gewinnen. Also ich werde es jetzt kaufen und das wird heute im Weihnachtskalender an euch auch verlost. Ich finde das T-Shirt mega genial. Also ich muss sagen, mir gefällt es extrem gut von vorne wie von hinten. Harley Davidson, Florida, USA und vorne dieser Adler drauf und sowas. Sieht sehr, sehr genial aus. Schön Vintage in der Größe XL. Wirklich ein sehr, sehr cooles T-Shirt und ich finde es ein sehr cooles Piece und ich denke damit und ich zahle damit ja wahrscheinlich auch noch mal Versandkosten, habt ihr auf jeden Fall ein cooles Piece für den heutigen Weihnachtskalender. So, dann kommen wir zum nächsten Piece und auch Levis 501 habe ich mit reingepackt, in dem Fall jetzt in diesem hellen Colorway für 32,25 Euro in der Supergröße in 32,30. Finde ich, ist eine mega schöne Hose, weil sie sieht auch schön ausgewaschen aus, hat so schöne Abnutzung etc. Hat so hier an manchen Stellen auch schon ein paar Makel dran. Aber ich denke mal, das macht so eine Vintage-Hose auch charaktertechnisch auf jeden Fall aus. Bisschen abgerippt an den Taschen, dies, das, jenes. Aber sehr cool beschrieben, sehr genau. Und dementsprechend dachte ich, komm, die könnte auf jeden Fall für jemanden für euch was sein. Dementsprechend checkt diese Vintage-Hose aus. Sehr, sehr, sehr nice. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist eine College-Jacke, die ich gefunden habe, auch auf Etsy, aus den 1950er Jahren und ich finde sie wirklich sehr cool, muss ich sagen. Hat so diesen Tennis-Flair, weil man sieht das im Logo hier auch, diese zwei Tennis-Muster sind damit drin und was ich bei diesen OG-College-Jacken aus Amerika finde, ist sehr, sehr nice finde, ist der Kragen. Wenn ich euch das mal zeige, da sind die ganzen Mäkel, ja. Das, was nicht cool ist. Aber wenn man hier den Kragen sich anschaut, das ist wie so ein Rollkragen, Schalkragen. Ich finde das sehr, sehr cool. Gefällt mir extrem gut. Und das feiere ich extrem bei diesen Jacken. Und ich muss sagen, die Kombo, dieses Blau, Beige,
cremefarbene mit gelb etc. Ist eine sehr schöne Jacke und auch der Preis, muss ich sagen, 100 Euro ist für eine Jacke mega fair. Allerdings müsst ihr hier nochmal 23 Euro, also fast 24 Euro Versand einberechnet, aber ihr habt wirklich ein geiles Vintage-Piece, was ich glaube älter als die meisten von uns sind, also ich denke mal als fast alle, natürlich auch weit älter als ich, und dementsprechend sehr coole Versity bzw. College-Jacke, kann ich wirklich nur empfehlen, sehr cool. Also wirklich eins meiner Highlight-Pieces von denen, die ich rausgesucht habe. Kommen wir zum nächsten Piece, und das nächste Piece ist ja eine Weste, wie ihr seht, eine Columbia-West, quasi so diese eigentlich... Ja, wie sagt man, Tracking-West, ne? Aber ich sag mal, viele heutzutage kombinieren die auch cool zum Stylen, zum Anziehen etc. Ich sehe mich da nicht so ganz, aber ich fand, das ist ein ganz nices Piece, was auch mal nicht nur ein T-Shirt, eine Hose oder eine Jacke ist. Dementsprechend kommt, dachte ich, nehme ich es mit rein. Und ja, für 50 Euro finde ich sie sehr genial, so ein bisschen Vintage-Flair etc. Sehr coole Weste. Und ich denke, der eine oder andere kann damit auf jeden Fall was anfangen. Für mich, wie gesagt, ist es nichts, aber ich finde es eine sehr, sehr geile Option für jemanden, der sowas trägt. Dementsprechend checkt doch das auch aus. Kommen wir zum nächsten Piece, und das nächste Piece ist wirklich eine OG Leatherman Jacket, also Versity Jacket, auch wieder aus Amerika, und da gibt es wirklich die besten Versity Jackets, und wie ihr seht, die habe ich mir mal vor einer längeren Zeit auch markiert, weil die diesen Saint Laurent Flair hat, also sie hat wirklich diese Original 50er, 60er Jahre, ja, wie sagt man, an den Schultern, diese Streifen, sehr cool, und auch die hat wieder diesen geilen Kragen, muss ich sagen, in so einem, ja, Burgundirot. Wirklich eine sehr schöne Jacke. Ich weiß jetzt nicht genau, Größe 42 müsste in etwa eine Größe L sein, in etwa. Größe 40 müsste circa eine M sein und Größe 38 circa eine S. So umgerechnet, so habe ich das zumindest im Kopf. Aber bevor ihr das bestellt, checkt nochmal hier die Maße. Das ist natürlich dann in Inches, aber das könnt ihr easy mit Google umrechnen, damit ihr auch sicher seid, falls ihr euch dafür entscheidet, das auf jeden Fall zu kaufen. Ich finde sie auf jeden Fall sehr schön. Und auch, dass diese Streifen aus einem anderen Material gewählt sind, ist eine sehr, sehr schöne Jacke. Und auch, ich denke mal, so 100 Euro für die Jacke ist auf jeden Fall fair. Wie gesagt, hier kommt nochmal 18 Euro Versand dazu. Also sind wir so bei summa summarum 110 Euro. Das ist eine sehr schöne Jacke. Auch 1960er. Sehr, sehr geil. Sehr geil. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist eine Carhartt Double Front Workwear Jacket in Braun, Beige. Ich denke mal, die war mal braun. Die wurde aber jetzt schon so oft getragen, dass sie so krass ausgewaschen ist, dass sie schon in die beige Richtung tendiert. Und wie ihr seht, da wurde extrem viel mit gearbeitet. Also sie sieht wirklich... das könnte doch eher eine beige sein. Also so eine hellbraune, karamellfarbene. Und ja, was soll ich dazu sagen? Sehr geniale Hose, sehr geil eingetragen, hat einen super Flair, super Charakter. 70 Euro finde ich auch total fair dafür. Größe 34 ist auch eine normale Standardgröße. Sollten vielen passen. Wenn ihr zum Beispiel nicht gerade Größe 34, sondern 32, glaubt es mir auch, für euch lohnt es sich, die Hose zu kaufen, weil rein theoretisch, und ich will euch hier nichts verkaufen, sondern ich will es euch nur erklären, denn ihr könnt damit easy auch zum Schneider gehen und das Ganze so ein bisschen an der Hüfte so ein bisschen anpassen lassen. Oder ihr zieht einfach einen Gürtel an. Das ist eine sehr, sehr geniale Hose und die hat mir echt gut gefallen. Hat auf jeden Fall einen geilen Charakter, einen geilen Flair. Sehr, sehr nice. Und wie ich noch sehe, ist eine 100-Jahres-Edition. Also nochmal so ein Special Piece. Ob das jetzt was zu sagen hat oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber ja, kleiner Fun Fact am Rande. Kommen wir zum nächsten Piece. Und ja, ich bin im Moment gerade so ein bisschen auf diesem Carhartt-Film kleben geblieben. Und ich wusste jetzt auch nicht genau, was ich so an Vintage-Pieces alles suchen kann. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Und ich habe auch hier wieder eine geile Workwear-Jacke gefunden. Sehr geil, weil ich finde, man sieht richtig, dass es eine amerikanische Marke ist. Es wurde getragen von dem Arbeiter mit American Energy. Finde ich sehr geil. Hat auf jeden Fall einen geilen Flair, einen geilen Charakter. Sieht gut abgenutzt aus, gut getragen aus. Auf jeden Fall sehr nice. Nur so als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr euch sowas kauft wie eine Jacke, ich meine Hose easy, könnt ihr in die Waschmaschine schmeißen, T-Shirt auch, aber eine Jacke, bringt ihr einfach in die Reinigung, lasst sie kurz einmal reinigen, dann ist sie frisch etc. Und ihr habt nicht diesen, ich sag mal, die meistens sind in so alten Vintage-Sachen auch so ein bisschen Muff drin. Wie gesagt, einmal kurz in die Reinigung bringen, habt ihr auf jeden Fall safe eine richtig schöne Jacke, wo ihr euch mega mit wohlfühlt und so ein bisschen, ja, einen sehr geilen Flair mit drin habt. Kommen wir zum nächsten Piece, und das nächste Piece ist eine Vintage Levi's Jeans 501, graded in A-, also schon eine sehr, sehr gute
Gradierung, also sehr, sehr gute Bewertung. Und ich kann euch sagen, das ist aktuell mit einer meiner persönlichen Lieblingshosen in Schwarz, die ich sehr, sehr häufig trage. Und die kostet gerade mal 27 Euro. Die gibt es verschiedenen Größen. Sehr geil. Ich habe die zum Beispiel in 32, 30. Passt für mich perfekt. Sehr cool. Also die Sachen, die ihr aus UK bestellen könnt, Sachen, solche Sachen, ohne Probleme könnt ihr easy bestellen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. So Leute, kommen wir zum letzten Piece. Und das letzte Piece ist nochmal eine Detroit Jacket. Eine sehr, sehr nice Card Detroit Jacket in einem dunklen Farbton. Auch die hier ist von irgendeiner Marke. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir darauf stellen. United Association Dollar Against Diabetes. Ist auch ein bisschen lustig. Card Racing finde ich sehr nice. Dieser Fun Fact da dran habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr cool, sehr genial. Auch schön getragen, ein bisschen verwaschen. Ich weiß gar nicht, von wann die ist, ob man das darüber erkennt, aber sehr geile Jacke und ja, das ist quasi das letzte Piece. So Leute, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das sind alles One-of-One-Pieces. Ich habe jetzt dieses Mal keinen neuwertigen Online-Shop genommen etc. Ich habe einfach mal dieses Mal diese Vintage-Pieces rausgesucht. Ich kann für nichts garantieren, dass sie noch am Start sind, aber ich persönlich denke, dass die Pieces auf jeden Fall sehr nice sind und der ein oder andere damit auf jeden Fall anfangen kann und die Preise sind vor allen Dingen fair. Wie gesagt, das Vintage Harley Davidson T-Shirt könnt ihr hier unter dem Video gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist eigentlich bekannt. Folgt dem Kanal, lasst einen Kommentar da und dann werde ich den Gewinner innerhalb einer Woche benachrichtigen. So, und ich denke, das war es auf jeden Fall heute mit dem Video. Morgen, für morgiges Video habe ich mir überlegt, Weihnachtsoutfits. Dementsprechend werde ich morgen für euch Weihnachtsoutfits so ein bisschen zusammensuchen. Drei Möglichkeiten, so ein bisschen vorstellen etc. Auf jeden Fall sehr nice. Und so Leute, ich denke, das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Peace Leute, schön, dass ihr am Start wart. Lasst ein Abo und ein Like da. Ciao.